2022. Wir haben heute den 23. Februar 2022 und ich bin mal ganz kurz hier an der Bode, um das diesjährige Hochwasser ein wenig zu dokumentieren. Das Wasser steht also ziemlich hoch. Und auch wie man hier sieht, die Bode führt viel Wasser. Hier noch ein Blick von der Brücke am ehemaligen Landhaus. Vor uns nun ein Blick an die Stelle, an der das ehemalige große Wehr stand. Jetzt ist es weg. Und auch hier die kleine Insel, die sich in der Mitte gebildet hatte, ist überschwemmt. Sagenhaft. Das hätte ich jetzt also nicht gedacht. Das Wasser ergießt sich tatsächlich von der Oberbode in die Espenlake. Die Espenlake ist ein Umflutgraben. Er führt oberhalb von Oschersleben über den Acker an Güntersdorf vorbei und mündet kurz vor Hadmersleben wieder in die Bode. Das hat man wirklich selten. Und es ist tatsächlich nicht nur wenig Wasser. Und auch hier wieder die Espenlake etwas weiter in Richtung Güntersdorf. Ordentlich gefüllt mit Wasser. Hier auf der Brücke kurz vor Güntersdorf, die Espenlake ist auch hier voll mit Wasser. Und ganz weit hinten, fast am Horizont, sieht man, dass die Bode auch da über die Ufer getreten ist und schon die Felder überschwemmt hat. Jetzt bin ich mal hier am Wehr im Wiesenpark. Auch hier läuft das Wasser über, weil es von der Bode sehr hoch zurückdrückt. Ich hatte über das Wehr auch schon mal ein Video gemacht. Das findet man hier auch bei YouTube. Ja, so viel Wasser ist sonst nicht hier. Die Bode hinter dem Wiesenpark. Zum Ende nochmal ein Blick vom Deutschen Eck. Ja, und heute ist der 24.02.2022 und ich bin jetzt mal auf dem Weg zum Wehr in Krottdorf. Hier ist schon ein kleiner Tümpel, der auch so ziemlich über die Ufer getreten ist. Ja, und auch hier ist es eindrucksvoll zu erkennen, das Hochwasser am Krottdorfer Wehr. Das Wehr ist im Sommer eigentlich, fällt es häufig trocken, aber jetzt steht es wirklich voll unter Wasser. Sagenhaft. Ich bin jetzt mal in Wegeleben, dort an der Bodebrücke, wo eigentlich sonst, wenn Normalwasser ist, ja die Bode eigentlich nur ein flaches Flüsschen ist. Aber auch hier sind die ganzen Wiesen vollkommen überschwemmt. Nun, ich will einmal versuchen, hier an der Bode entlang zum Wegeleber Wehr zu gehen. Mal sehen, ob sie linkt. Ja, man hört es schon rauschen weiter hinten. Das Wehr ist nicht mehr weit weg, aber auch hier, sagenhaft, alles unter Wasser. So, nun bin ich am Wegeleber Wehr. Ja, das Wasser fließt hier ordentlich drüber.
Na toll. Hier ist so ein schöner Weg, den ich hätte gehen können. Hätte ich das von vornherein gewusst, hätte ich mir verschlammte Schuhe sparen können. Naja. Hier nochmal ein kurzer Blick über die überschwemmten Wiesen vor Gröningen. Im Hintergrund die B81. Und auch die Gartenanlage steht unter Wasser.